Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und mit Ihnen das Thema Open Educational Resources, insbesondere an der Hochschule, ein bisschen genauer zu beleuchten. Bevor wir uns um den aktuellen Stand zu Open Educational Resources in Deutschland kümmern und uns das OER-Portal Twillo genauer anschauen, möchte ich aber gerne eine gemeinsame Wissensbasis schaffen und die wichtigsten Grundlagen zu offen lizenzierten Bildungsmaterialien einmal vorstellen. Und zum Abschluss dieser heutigen Sitzung habe ich einen kleinen Ausblick unserer nächsten Schritte im Team Twillo bzw. an der Technischen Informationsbibliothek in Hannover mitgebracht und freue mich dann auf Ihre Fragen und Anmerkungen. Zunächst einmal zu den OER-Grundlagen. Wenn man der Definition der UNESCO folgt, so handelt es sich bei Open Educational Resources um Lehr-, Lern- oder auch Forschungsmaterialien, die in jedweder Form und in jedwedem Medium vorliegen können. Das heißt, sie können sowohl digital als auch analog sein. Wichtig ist, dass diese Materialien entweder gemeinfrei sind und damit frei nutzbar sind, oder aber, dass sie unter einer offenen Lizenz veröffentlicht werden, denn die ist es, die zum einen den freien Zugang gewährleistet und es drittens zudem auch erlaubt, die Materialien zu nutzen, zu bearbeiten und auch weiter zu verbreiten, und zwar mit möglichst wenig Einschränkungen. Wenn wir uns mit offen lizenzierten Bildungsmaterialien befassen, dann kommen wir nicht drum herum, uns auch die rechtlichen Grundlagen einmal vorzunehmen, und zwar insbesondere das deutsche Urheberrecht. Grundsätzlich gilt, dass in dem Moment, in dem ich ein Werk erstelle, das muss ein körperliches Werk sein, also eine Idee, die ich nur im Kopf habe, die ist noch nicht geschützt, aber schreibe ich diese Idee nieder oder verpacke sie in einem Musikstück oder in einem Skript oder einem Video, dann greift der Urheberrechtsschutz automatisch. Mein Werk muss dafür eine gewisse Schöpfungshöhe, also ein Mindestmaß an Kreativität mitbringen und sich ein bisschen von alltäglichem bereits Bekannten abheben. Allerdings ist es dann nicht notwendig, einen Urheberrechtsvermerk, ein Copyright-Zeichen an dem Werk anzubringen, sondern das Urheberrecht schützt dieses erstellte Werk ab seiner Fertigstellung. Als Urheberin bin ich es dann auch, die die Entscheidungshoheit darüber hat, was mit meinem Werk letzten Endes geschehen darf, insbesondere auch, wie das Werk verwertet und auch kommerziell verwertet werden darf. Und daraus folgt für quasi alle anderen, dass eine Nutzung eines Werks, das man so findet, ohne Erlaubnis der UrheberInnen ganz grundsätzlich untersagt ist. Es gibt natürlich einige Ausnahmen im Urheberrecht, zum Beispiel dürfen gemeinfreie Werke, also Werke, deren SchöpferInnen mehr als 70 Jahre verstorben sind, oder amtliche Werke, insbesondere im Bereich Jura interessant, Gesetze, Erlasse, Urteile, frei genutzt werden. Und aus Forschung und Lehrtätigkeiten kennt man auch noch die gesetzlichen Lizenzen, insbesondere den Paragraph 51 des Urheberrechtsgesetzes, nämlich das Zitatrecht, das unter bestimmten Bedingungen die Zitation von geschützten Werken erlaubt, und der Paragraph 60a, Unterricht und Lehre, der die Nutzung von Teilen von Werken erlaubt, allerdings nur, wenn es sich dabei um die Nutzung in einem geschlossenen Lehrraum, also in einer eingeschränkten Öffentlichkeit, handelt. Nun ist dieses Urheberrecht, wie man das hier ja erkennen kann, sehr restriktiv. Es gibt aber einen urheberrechtlichen Kniff. Und zwar haben UrheberInnen die Möglichkeit, Dritten bzw. der Allgemeinheit die Nutzung ihrer Werke zu erlauben, indem sie ihre Werke mit einer offenen Lizenz auszeichnen. Dabei bestimmen die UrheberInnen aber selber, welche Rechte zur Nutzung und Bearbeitung sie Dritten einräumen wollen und eventuell auch unter welchen Bedingungen die Nutzung vonstatten gehen darf. Wichtig ist dabei, dass UrheberInnen keineswegs quasi ihr Urheberrecht abgeben. Sowas ist in unserem deutschen Gesetzeskontext gar nicht vorgesehen, so ein Verzicht auf sämtliche Urheberrechte, sondern eine offene Lizenzierung schützt zugleich die Urheberrechte, denn offene Lizenzen liegen innerhalb unseres geltenden Urheberrechts. Im Bildungsbereich haben sich die offenen Lizenzen von Creative Commons besonders bewährt.
Das hat damit zu tun, dass die international genutzt werden und auch von internationalen und so auch von deutschen JuristInnen geprüft wurden und als rechtssicher gelten und da sie sehr unkompliziert in der Anwendung sind. Insgesamt ist das Creative Commons Lizenzsystem modular aufgebaut und UrheberInnen können aus 7 unterschiedlichen Lizenzen wählen und damit die Nutzung ihrer Werke entweder relativ stark erlauben oder relativ stark einschränken. Und die 7 Lizenzen schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Werke, die mit CC Zero ausgezeichnet sind, die dürfen vervielfältigt, verbreitet, vermischt, verändert und auch wiederveröffentlicht werden für jedweden Zweck und ohne irgendeine Bedingung. Hier sei nochmal angemerkt, dass CC Zero eigentlich keine richtige Lizenz ist, sondern eine Freigabe. UrheberInnen können mit der Angabe CC Zero anderen die Nutzung ihrer Werke komplett erlauben, die Nutzung freigeben und quasi darauf verzichten, ihr Urheberrecht geltend zu machen. Abgeben sie es damit aber natürlich nicht. Die nächste Lizenz ist die CC BY. Die erlaubt ebenfalls eine sehr umfängliche Nutzung. Allerdings müssen an dieser Stelle die UrheberInnen bei einer Nachnutzung immer genannt werden und zwar so, wie sie sich das wünschen. Die Lizenz CC BY Share Alike setzt noch einen drauf. Die UrheberInnen müssen genannt werden und wenn das Werk bearbeitet wird oder mit eigenen Inhalten vermischt wird, dann muss das neue Werk oder die neue Fassung des Werks unter genau der gleichen Lizenz weiterveröffentlicht werden wie das Original. Und Sie haben es vielleicht schon gemerkt, diese Lizenzen hier sind im Ampelsystem grün gekennzeichnet. Die ermöglichen nämlich eine sehr umfängliche Nutzung und entsprechen damit dem OER-Gedanken der UNESCO in besonderem Maße. Creative Commons Lizenzen, die restriktiver sind, haben allerdings aus unserer Sicht, also aus Sicht des Twillow-Teams im Bildungskontext durchaus auch sinnvolle Einsatzmöglichkeiten und dementsprechend lassen wir auch restriktivere Lizenzen beispielsweise bei der Veröffentlichung in unserem OER-Portal zu. Und das sind zum Beispiel Creative Commons Lizenzen, die das NC, also das Non-Commercial Modul, enthalten, hier gelb gekennzeichnet. Da ist eine kommerzielle Nutzung grundsätzlich ausgeschlossen. Und hier rot gekennzeichnet sind Lizenzen, die das ND-Modul, also No Derivatives, enthalten. Und hier gilt, dass das Material nicht bearbeitet werden darf, sondern quasi nur weitergegeben werden darf, und zwar in Gänze und unverändert. So viel erstmal zum Urheberrecht und zur offenen Lizenzierung von Werken. Schauen wir uns jetzt mal den aktuellen Stand ein bisschen an. Zunächst einmal bieten OER vielfältige Vorteile. Zum einen sind sie ein Vehikel für einen freien Zugang zu Bildung, Information und Wissen. Sie können die Gestaltung von Lehrveranstaltungen deutlich erleichtern, denn sie bilden ja bereits erprobte Strukturen, Bausteine, auf denen aufgebaut werden kann. Und das gilt natürlich zum einen für die diese Materialien nutzen können für ihre Seminare oder Vorlesungen. Aber natürlich auch für Studierende sind OER besonders interessant, da sie zum einen die Gestaltung von Referaten, Seminarsitzungen und so weiter unterstützen können, einen großen Pool an Materialien darstellen, der der Prüfungsvorbereitung dienen kann. Und was besonders interessant ist, durch die Nutzung von OER in Lehrveranstaltungen, die ja auch die Weiterentwicklung erlauben, können Studierende eben auch vermehrt als WissensproduzentInnen gemeinsam mit dem Lehrpersonal an Materialien arbeiten und diese aktualisieren und weiterentwickeln. OER leisten außerdem einen Beitrag zum Abbau der Reputationsasymmetrie zwischen Forschungs- und Lehrtätigkeiten, was damit zu tun hat, dass Lehrende nun auch mit ihrer Lehrexpertise in der wissenschaftlichen Community sichtbar werden können. OER bieten die Möglichkeit, institutionsübergreifende Vernetzung von Lehrenden zu fördern, dadurch, dass ein Austausch über Materialien und eben eine gemeinschaftliche Weiterentwicklung stattfinden kann. Und das hängt auch eng mit dem letzten Punkt zusammen. Durch die gemeinschaftliche Möglichkeit zur Weiterentwicklung und zur Aktualisierung und Ergänzung begünstigen OER auch die Qualitätssicherung von Bildungsmaterialien.
Das sind erstmal die Vorteile und auch auf der bildungspolitischen Ebene passiert sehr viel, denn die Etablierung von OER ist Zielsetzung, erklärte bildungspolitische Zielsetzung in Deutschland. Das hat sich zuletzt in der OER-Strategie von 2022 vom BMBF niedergeschlagen. Es gibt zahlreiche Förderlinien von Bund und Ländern, die die Entwicklung von OER-Infrastrukturen fokussieren. Und OER-Entwicklung wird auch immer mehr weiches Kriterium für Drittmittelprojekte, also dass die Vergabe von Mitteln im Sinne der Aussage öffentliches Geld, öffentliches Gut daran geknüpft ist, dass Materialien, die entstehen im Rahmen von Drittmittelförderung, eben dann auch der Allgemeinheit unter einer offenen Lizenz bereitgestellt werden sollen. Und außerdem entwickeln sich immer mehr Services und auch Kompetenznetzwerke rund um OER, die gemeinschaftliche Standards und auch die gemeinschaftliche Etablierung, Verbreitung von OER fokussieren. Das klingt ja alles soweit erstmal super gut, aber der Blick in die Praxis zeigt, dass die Etablierung dort doch noch etwas zögerlich abläuft. Und das hat zum Beispiel damit zu tun, dass von Seiten der Hochschule noch oftmals klare Signale für eine Nutzung von OER und die eigene OER-Erstellung fehlen. Also OER-Policies entwickeln sich gerade erst, also OER-Policies, die einen Rahmen für die MitarbeiterInnen im Umgang mit OER liefern können. Außerdem gibt es noch große Unsicherheiten beim Bildungspersonal, unter anderem zu rechtlichen Aspekten der OER-Entwicklung, denn das Urheberrecht und dieses Lizenzrecht ist natürlich sehr viel komplexer als das, was ich vorhin vorgestellt habe. Und auch technische Fragen sind oft noch offen. Also wie kann man Materialien nicht nur lizenzrechtlich, sondern auch technisch offen gestalten? Und der letzte Punkt, wenn diese Unsicherheiten bestehen, OER-Beratungsstellen in Hochschulen sind noch nicht flächendeckend vorhanden, die entwickeln sich auch erst noch und die sind zum Teil auch innerhalb der Institution noch gar nicht so bekannt. Nun fragen Sie sich vielleicht, was hat das jetzt mit Bibliotheken zu tun? Bibliotheken haben hier natürlich eine zentrale Rolle, um die Entwicklung von, die Etablierung von OER, die Nutzung von OER an Hochschulen zu unterstützen. Denn von Haus aus sind Bibliotheken ja dafür da, Zugang zu Materialien zu sichern. Und zwar möglichst frei und barrierearm. Und Informationen und Bildung eben offen zu gestalten. Dann sind Bibliotheken verlässliche Infrastruktureinrichtungen, also dafür prädestiniert, OER-Portale zu entwickeln und zu betreiben. Und das vergessen viele, Bibliotheken sind auch Bildungsanbieterinnen, die eine sehr große Expertise in den Bereichen Open Science und Open Access Resources bereits mitbringen, die sich schon viel mit lizenzrechtlichen und urheberrechtlichen Fragen beschäftigen und dementsprechend auch die Kompetenzentwicklung für den Umgang mit OER bei Bildungspersonal gut unterstützen können. Und genau das machen wir auch mit unserem OER-Portal Twillo, was wir uns jetzt genauer angucken wollen. Twillo ist das zentrale Repositorium für offene Bildungsmaterialien des Landes Niedersachsen. Wir sind vom MWK gefördert. Wir machen allerdings natürlich nicht an Niedersachsens Grenzen Halt, sondern ziehen weitere Kreise und kooperieren natürlich auch mit anderen Bundesländern. Wir sind aktuell in der zweiten Förderphase. Gestartet sind wir 2019 mit insgesamt 6 Verbundpartnern und jetzt in der zweiten Förderphase bis 2027 sind wir noch mit 4 Partnern aus Forschung und Wissenschaft unterwegs. Und nach 2027 wird das Portal allerdings auch weiter zur Verfügung stehen und als zentraler Service der TIB verstetigt. Unser Hauptfokus liegt auf Hochschulbildung, also die Materialien auf Twillo richten sich an Personen, die an Hochschulen angestellt sind und natürlich auch Studierende. Wir sind eine Plattform zum Finden und Veröffentlichen von OER auf der einen Seite und leisten aber auch sehr viel Beratungs- und Bildungsarbeit für alle Fragen rund um das Thema OER. Wie kann man sich das Portal jetzt grundsätzlich vorstellen? Twillo besteht aus 3 unterschiedlichen Komponenten.
Und die erste sehen Sie hier, das ist nämlich unsere Startseite. Und die Startseite dient sozusagen der Theorievermittlung. Hier finden Sie Informationen zu rechtlichen Themen oder zu didaktischen Themen, die mit OER in Verbindung stehen. Sie erhalten alle Infos zu Portalfunktionen, die Sie benötigen, um eigene Materialien bereitzustellen und erhalten auch natürlich einen Überblick über unsere Beratungs- und Bildungsangebote und OER-Veranstaltungen. Natürlich steht Ihnen die Startseite auch ohne ein Login sozusagen als Gast oder Gästin offen. Die zweite Komponente, die ebenfalls ohne ein Login genutzt werden kann, ist der integrierte OER-Suchindex ÖRSI. Der ÖRSI ist eine zentrale Suchmaschine für Open Educational Resources in der Hochschullehre. Und wie Sie hier sehen, aktuell sind die Zahlen sogar noch ein bisschen höher. Über 70.000 offen lizenzierte Materialien lassen sich über den OER-Suchindex finden. Der Suchindex ist außerdem auch noch ein Verbindungsglied zwischen all den unterschiedlichen OER-Länderinitiativen, unterschiedlichen OER-Portalen und Infrastrukturen, die es so gibt, denn er crawlt ganz viele unterschiedliche Quellen, um viele verschiedene Ergebnisse anzeigen zu können, die sich dann eben mit den Filtermöglichkeiten an der linken Seite auch noch eingrenzen lassen. Wenn Sie jetzt selber aktiv werden möchten, da kommt und quasi Materialien bereitstellen möchten und es in den ÖRSI mit einspeisen und dadurch einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und für viele auffindbar machen wollen, da kommt die dritte Komponente unseres Portals zum Tragen und das ist die Software EduSharing. Wenn Sie Materialien einbringen möchten und auf Twilio bereitstellen möchten, dann wird zunächst ein Login benötigt, also wenn Sie die Software EduSharing quasi dafür nutzen möchten, auf der das Ganze basiert. Und hier gibt es bei Twilio zwei Möglichkeiten. Für Personen, die an niedersächsischen Hochschulen angestellt sind, besteht schon die Möglichkeit des Single Sign-Ons mit der Hochschulkennung. Auch für einige Hochschulen außerhalb des Landes Niedersachsen geht das schon. Und für Personen, die nicht an niedersächsischen Hochschulen angestellt sind, besteht aber auch die Möglichkeit, über eine E-Mail an unseren Support einen Account manuell zu erhalten. Nach dem ersten Login auf Twilio erhalten Sie Ihren Workspace und das ist quasi der Ort, wo Sie Materialien bereitstellen können, in Ordnerstrukturen organisieren und teilen mit anderen. Der Workflow auf Twilio ist dabei wirklich sehr intuitiv und denkbar einfach angelegt. Sie können ein neues Material anlegen und dann entweder direkt Materialien hochladen oder aber bereits an anderer Stelle veröffentlichtes verlinken. Anschließend öffnet sich dann ein Metadatendialog, der Ihnen ermöglicht, Ihr Material sehr umfassend zu beschreiben. Der Metadatendialog hilft Ihnen auch bei der Lizenzwahl und bietet auch Felder beispielsweise für die Urheberinnenangabe, aber auch didaktische Metadaten, die die Einschätzbarkeit Ihrer Materialien für andere Nutzende, für andere Lehrende oder Lernende vereinfachen, können hier auch eingetragen werden. Wenn Sie Ihr Material hochgeladen oder verlinkt und dann beschrieben haben, ist das Ganze erstmal nur für Sie sichtbar, nur in Ihrem Workspace auffindbar. Erst wenn Sie sich bewusst nochmal für die Veröffentlichung entscheiden, dann geht das Ganze wirklich raus und ist dann auch für andere Personen sichtbar. Und dann gibt es in unserem Workflow noch einen optionalen fünften Schritt, wenn Sie sich einen Persistent Identifier für Ihr Material wünschen. Dann können Sie diesen auch beantragen. Der macht Ihr Material langfristig über einen Kurzlink auffindbar und einwandfrei zuordnenbar und ermöglicht auch eine Zitation zum Beispiel von digitalen Materialien, eine vereinfachte Zitation von Ihren Materialien. Wenn das Material dann veröffentlicht wurde, stellt sich das auf Twilio so dar. Sie haben die Möglichkeit, vielfältige unterschiedliche Dateiformate, beispielsweise
Präsentationen, Textdokumente oder auch H5P-Elemente direkt im Portal anzusehen, direkt im Portal durchzuklicken. Und unterhalb der Materialien sind die beschreibenden Informationen, die insbesondere für die Auffindbarkeit über Suchmaschinen und die Einschätzbarkeit für andere Lehrende relevant sind, dann zu finden. Das Portal hat ganz viele unterschiedliche Funktionen. Ich möchte hier aber gerne nochmal auf zwei eingehen. Und zwar können Sie Materialien, die unmittelbar zusammengehören, auch als Serien clustern. Die sind dann auch wirklich immer nur zusammen im Portal auffindbar. Beispielsweise eignet sich die Serienfunktion für ein Video und das dazugehörige Skript oder eine Klausur und die dazugehörige Musterlösung. Also Materialien, die ohne einander nicht so ganz verständlich wären. Und die zweite Option zur Organisation von Materialien ist die Sammlungsfunktion. Hier können Sie Materialien, die in sich geschlossen sind und auch für sich quasi Sinn ergeben, nach inhaltlichen oder auch didaktischen Gesichtspunkten clustern, also zum Beispiel alle Materialien für eine Lehrveranstaltung oder unterschiedliche Materialien zu einem bestimmten Thema zusammenfassen. So viel in aller Kürze zu unserem Portal. Nun möchte ich ganz kurz auf unsere aktuellen nächsten Schritte eingehen und Ihnen über das Projekt Turn, das eng mit Twillo in dem Portal Twillo in Verbindung steht, berichten. Wir haben uns in diesem Projekt dazu entschieden, uns stärker hin zur technischen OER-Erstellung aufzustellen, was unsere Bildungsangebote angeht, was damit zu tun hat, dass insbesondere Systeme oder Auszeichnungssprachen, die in technischen Feldern schon viel für kollaborative Softwareentwicklung zum Beispiel genutzt wird, große Potenziale für OER auch mitbringen. Zum Beispiel die Auszeichnungssprache Markdown, die es ermöglicht, das ein und dasselbe Dokument flexibel in unterschiedliche Formate zu bringen. Oder aber auch die Dienste GitHub und GitLab, die eigentlich als Versionsverwaltung für Softwareentwicklungsprojekte dienen, die können auch OER sehr gut abbilden und ermöglichen sehr einfache gemeinsame Arbeit an Projekten. Und wir entwickeln nun aktuell in diesem Projekt Turn noch ein weiteres digitales Schulungsprogramm für Bildungspersonal, was Sie im Umgang mit genau diesen technischen Systemen schulen soll. Und wie bereits erwähnt, also ein großer Fokus liegt auf Markdown, GitHub und GitLab explizit zur Erstellung von OER. Und aktuell entwickelt sich die nationale Bildungsplattform Mein Bildungsraum, die es Lernenden und Lehrenden ermöglichen soll, ihre Bildungsbiografie quasi zu bündeln, digitale Nachweise bereitzustellen und auch Bildungsangebote, die in die eigene Biografie passen, zu finden und teilzunehmen. Also quasi ein Knotenpunkt für die eigene Bildungsbiografie. Und unser Schulungsprogramm zur technischen Erstellung von OER wird über die Vergabe von digitalen Lernabzeichen auch an diesen Bildungsraum angebunden, im Februar. So viel zu unseren aktuellen Arbeitsschritten. Falls Sie Fragen rund um OER oder zu diesem Vortrag oder dem Portal haben, können Sie die gerne jetzt stellen. Alternativ steht Ihnen unsere offene Online-Sprechstunde jeden Donnerstag zur Verfügung. Sie können per Mail bei uns melden oder uns auch auf X oder auf Mastodon besuchen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.